sind wir wieder draußen und es hat wieder angefangen zu schneien. Boah, selbst im Schnee sieht das einfach nur klasse aus. Wo sind wir denn rausgekommen? Ha, direkt über dem bodenlosen Loch. Also vertikal gesehen, meine ich. Und da ist noch dieser Drache. Mal gucken, ob wir den noch erledigen können, bevor wir zur Akademie zurückkehren. Dann würde ich sagen, erstmal auf Richtung, ja, Richtung Drache. Und da kommen die Ruinen noch aus dem Berg raus. Wie geil ist das denn? Türen ins Reich des Vergessens. Nee, das lesen wir jetzt mal nicht, aber das nehmen wir mit. Das können wir immer noch lesen. Und den Geldbeutel hätte ich gerne noch. Moment, Moment, Moment. Dann können wir auf die Eins legen hier. Das klingt ja Seelenfalle. Achso, die Seelenfalle vom Streitkolben. Gehst du kaputt? Yes! Und da habe ich eine Seele gefangen. Das glätte Seelen haben musste ich auch noch nicht. Und noch die nächste. Yes! Dann Seelenfalle wieder starten. Cool. Ich sammle Seelen. Ich fühle mich so ein bisschen wieder tot. Cool. Gold, 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 Gold. Pfeile kann man immer gebrauchen. Zwergenstiefel. Hier, Lydia, die passen doch perfekt zu deiner Rüstung. Die sind doch hässlich da. Ich gebe euch Deckung. Nimm doch mal die Zwergen. Stiefel. Ich habe geschworen, eure Last zu tragen. Da. Guck mal, perfekt. Dann mal los. Passt gut zur Rüstung. Pelzschild, nö, ordentlich. Habe ich das gleich schon gesucht? Ja, nochmal 4 Bücher von der Sorte, super. Dann. Na, ist das da oben schon der Drache? Tatsächlich der Drache, was? Yes! Überraschen wir ihn nochmal. Scheiße. Das war ein bisschen zu schnell. Und natürlich hat er mich direkt entdeckt. Mistvieh. Habe ich nicht noch so ein. Irgendwas, was ich dagegen komme? Egal, hinter. Wow. Das kann ich auch. Ich brauche mal so einen Ausdauertrank irgendwie. Kann ich noch irgendwas? Irgendwas, irgendwas, irgendwas? Zack. Und Feste zuhauen. Boah. Vieh. Du bist ganz schön krass. Mist. Und, habe ich noch so einen Trank irgendwas? Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Heilung, Heilung, danke. Und Regeneration hauen wir auch mal direkt drauf. Und Anfälligkeit für Frost, Gift, Magika, lange Leiden. Giftschaden, Ausdauer senken. Eisgeistbann, na toll. Verursacht 50 Giftschaden, das ist doch mal super. Schmieren wir doch mal direkt auf die Waffe. Nochmal, fuck. Scheiße. Und damit bin ich so gut wie tot. Nochmal auf die Waffe schmieren. Heilung, 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 Heilung. War das scheiß knapp. Jetzt kümmert euch, scheiße. Kümmert euch mal um den Drachen. Oh. Dann bin ich die Stufe aufgestiegen. Wie geil. Das heißt, ich kann gleich nochmal meine. Scheiße.
Wieso schützt dieser Stein denn auch nicht? Fuck. Scheiße, 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 scheiße. Und dann werde ich mal die Stufe aufsteigen, glaube ich. Und nochmal Gesundheit erhöhen. Das kann man immer gebrauchen. Kann ich nicht mittlerweile eigentlich mal wieder mein Einhändig verbessern mit irgendwas? 80% mehr Schaden? Nee. Er fordert 60, so ein Scheiß. Nee, da wollte ich schon hin, da oben. Kriegsäxten bringt mir gerade nichts. Knochenbrecher, das wär's doch mit dem Streitkolben. Boah, ist das kacke zu steuern hier. Ignorieren 25% Rüstungswert. Das machen wir doch mal. Wird doch der Streitkolben direkt nochmal besser. Und Drachenrüstung. Stirb, Drache, stirb. Boah, was ist denn jetzt hier los? Meteoritenhagel oder was? Fuck. Oh, scheiße. Fuck, ist das ein mächtiges Vieh. Aber ich finde, so langsam können die Mädels auch mal irgendwas dagegen tun. Stirb, Drache, stirb. Und in meinen Hals, das ist gut. Ah, oh, fuck. Nein. Nicht bitte nicht. Kannst du noch so viel Feuer sparen? Oh, fuck, ist das ein mächtiges Vieh. Na? Oh, Scheiße. Ich bin genau reingelaufen. Das war natürlich nicht so klug. Und nochmal heilen, heilen, heilen. Ist das ein scheiß knapper Kampf? Aber ich krieg dich klein. Kann ich mal hier unten bleiben? Na, wo bist du? Eindeutig zu viel Feuer. Boah, fuck. Scheiße. Autsch, und dann heile ich mich doch direkt nochmal. Stirb doch endlich. Wow, was war das denn? Dann nochmal heilen. Oh, hier unten brennt echt alles, ne? Boah. Mädels, lebt ihr überhaupt noch? Ich höre euch nicht mehr. Ja, das hört sich gut an. So, jetzt. Bereiten wir ihn ein Ende. Kommt. Gebt alles. Nur noch heilen. Boah, was war das denn? Ach du Kacke! Bist du tot, gleich bist du weg. Ja, ich weiß, ich bin feige, aber im direkten Kampf kann ich es einfach mit dem Vieh nicht aufnehmen. Und das ist einer der letzten Pfeile jetzt. Na komm. Yes. Zora. Und da ist auch Lydia. Mega gut gekämpft, Ladies. Boah. Du Scheißvieh. Großartig.
Dann haben wir hier alles erledigt. Dann würde ich vorschlagen, geht's zurück in die Akademie. Boah. Immer wieder imposant, dieses Gebäude. So locker die Einstellung der Akademie auch ist, so gibt es doch einige Dinge, die nicht erlaubt sind. Ach ja, du warst der Typ, an den ich mich wenden soll, wenn ich Sachen machen möchte, die nicht erlaubt sind, richtig? So. Hier muss ich rein. Auf Arcaneo. Wie spannend. Hier war ich noch gar nicht. Ah, in die Erzmagierquartiere. Und hier war ich auch noch nicht. Boah. Joa. Nicht schlecht. Krass. Ein nettes Zimmerchen. It's a bit dark, don't you think? And a bit cold too. Real sunshine is as warm as it is bright. Puppe aktivieren? Was kann die denn? Achso, die kann Sachen anziehen. Nicht schlecht. Wo ist denn jetzt der Erzmagier? Hä? Probieren wir das doch mal aus. Oh. Uiuiuiuiuiui. Au. Oh. Okay, ich bin unwürdig. Das habe ich verstanden. Krass. Wo muss ich denn jetzt hier hin? Ah. Hallo, Erzmagier. Was ihr hier lernt, lernt ihr fürs Leben. Es ist kein Geheimnis, dass der Ruf der Akademie in Himmelsrand befleckt ist. Ich müsste mit euch mal über Satal reden. Bitte sagt mir nicht, dass noch ein Schüler verbrannt ist. Ich muss mich gerade schon um genügend Dinge kümmern. Nein, aber wir haben da was gefunden und Tolfdir meint, es könnte wichtig sein. Nun gut, ich denke, ihr wärt nicht hier, wenn es nicht wichtig wäre. Danke, dass ihr mich darauf aufmerksam gemacht habt. Tolfdir kümmert sich normalerweise um eure kleine Gruppe, oder? Da er anscheinend beschäftigt ist und ich diese Entdeckung mit eigenen Augen sehen muss, solltet ihr vielleicht damit beginnen, dieses Thema zu untersuchen. Sprecht mit Urak im Arcanaeum. Vielleicht kennt er etwas, das zu eurer Entdeckung passt. Und? Gute Arbeit. Wenn ihr das nächste Mal Nordruinen erforscht, könnte euch das hier womöglich helfen. Stab des Magierlichts. Ja, das klingt doch super. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Oh, jetzt trage ich wieder zu viel. Ja, Tatsache. Was habe ich denn wieder so Schweres dabei? Ach, die Drachenknochen wieder. Ja, die Zora. Die darfst du wieder gerne nehmen. Tut bitte nichts, was die Einheimischen verärgern könnte. Sie jawohl, nichts tun, was die Einheimischen verärgern könnte. Da. Alright, let's trade. So, bitteschön, Drachenknochen und mehr kannst du auch nicht mehr tragen. Alles klar. Hast du eigentlich schon einen Rucksack? Naja, aber das reicht mir. Von Gloomcleft. Pressing Time. Es steht der Akademie nicht zu, sich in politische Angelegenheiten einzumischen. So, ja, ich gehe dann auch wieder runter. Oder soll ich hoch? Nee, ich muss wahrscheinlich runter. Ich muss ja wieder zurück ins Arcaneum.
oder Akarnaeum. Blake reads a proposed model of Mundus, derived from astrological data collected at the Imperial Orrery by Wizardly Bothiel. Mhm. Kalender. Was hier alles so rumsteht. Klappt das nochmal? Juhu! Da werde ich doch direkt mal alles untersuchen hier. hui. Nicht schlecht. Juhu! Klappt das auf jeder Seite auch nochmal? Yes! Was hier alles so rumsteht, da kann man ja richtig was lernen. Finde ich super. Cool. Eine Weltkarte. Nicht schlecht. Boah. Eisblumen an den Fenstern. Boah, was ist denn das? Of interest from Sartal Evocation. Ah! For closer studies. Nein. Könnt ihr noch was anderes oder? Interessant. So, wo ist denn dieser Typ hier im Arcanaeum? Da unten. Greetings. Greetings. Da ist er noch, Urk. Ich will euch nicht dabei erwischen, wie ihr mit einem dieser Bücher sorglos umgeht. Ist das klar? Jawohl, klar. Ihr seid nun im Arcanaeum. Ich trage hier die Verantwortung. Es ist irgendwie mein eigenes kleines Reich des Vergessens. Stört mein Arcanaeum. Und ich werde euch von wütenden Atronarchen in Stücke reißen lassen. Wie nett. Nun, braucht ihr Hilfe? Kann man so sagen. Also, ich müsste was über die Sache in Sartal herausfinden, in Erfahrung bringen, die wir herausgefunden haben. Ich weiß, was ihr wollt. Neuigkeiten verbreiten sich hier schnell. Hab wohl ein großes Rätsel entdeckt, was? Könnte man so Nun, sagen. Ihr müsst nicht mal fragen. Nein, ich habe nichts für euch. Nicht mehr, jedenfalls. Nichts, das mir helfen könnte in dieser riesigen Bibliothek? Ich sagte, nicht mehr. Orton stahl einige Bücher, als er zur Festung Dämmerlicht ging, um sich diesen Beschwörern anzuschließen. Es war eine Art Friedensangebot. Oh nein. Ich glaube, einer dieser Bände enthielt relevante Informationen. Wenn ihr sie braucht, werdet ihr mit Orton reden müssen. No, warum war mir sowas klar? Gibt es irgendwelche Akademie-Dings, die mir helfen könnten? Bei denen ich helfen kann, meine ich? Wenn euch der Sinn nach Abenteuern steht, ich bin immer auf der Suche nach Leuten, die mir wertvolle Bücher von gefährlichen Orten beschaffen. Ich hab da gerade so ein Buch von einem Drachen gefunden, irgendwie. Ja, klar, warum nicht? Abenteuer hören sich gut an. Also gut, hier. Ich habe euch den Namen des letzten Ortes aufgeschrieben. Seht euch dort um, aber seid vorsichtig. Brüder der Dunkelheit. Warum kümmert's eigentlich niemand, dass dieser Orton Dinger aus der Akademie mitgehen lassen hat? Nicht genug, um etwas dagegen zu tun. Erzmagier Arem vertraut darauf, dass derartige Dinge sich von selbst bereinigen. Mir scheint jedoch, dass ihr euch nun um das Bereinigen kümmert. Viel Glück. Ja, danke. Irgendwas, was ich über diesen Orton noch wissen müsste? Er war ein Lehrling hier an der Akademie. Nicht besonders geschickt, aber er schloss sich einer Gruppe Magier an,
die Gefallen an ihm fanden. Als sie gingen, folgte er ihm. Er stahl einige Vorräte und Bücher der Akademie, vermutlich um sich einzuschmeicheln. Und warum ausgerechnet in der Festung Dämmerlicht? Nennen wir es einfach eine Meinungsverschiedenheit mit der Akademie. Sie interessierten sich für Forschung, die die Grenzen dessen überschritt, was an der Akademie erlaubt ist. Also wurden sie gebeten, rausgeschmissen. Ja, oder so. Ihr nehmt eure Arbeit hier ganz schön ernst, oder? Natürlich. Wäre dem nicht so, wären diese Bücher noch vor der dritten Ära verbrannt worden oder im Nichts verschwunden. Magier müssen immer wieder daran erinnert werden, sorgfältig mit dem Forschungsmaterial umzugehen. Und irgendwelche speziellen Bücher, die ihr noch sucht, außer dem, das ihr mir schon gesagt habt? Ja, gibt es tatsächlich. Sagt euch der Name Charidor etwas? Ein unglaublich mächtiger Zauberer aus der ersten Ära. Sein Wissen über die Magie haben bisher nur wenige erreicht. Er zog sich nach Labyrinthion zurück und widmete seine gesamte Zeit der Forschung und den Studien. Er schrieb mehr, als ihr es für möglich halten würdet. Seitdem wurden seine Schriften über ganz Himmelsrand zerstreut. Sie sind jedoch nutzlos, wenn man sie nicht übersetzen kann. Ich bin einer der wenigen, die diese Fähigkeit besitzen. Ich habe Gerüchte gehört, dass weitere Teile seines Werkes aufgetaucht sind. Wenn ihr sie finden könnt, könnte sich das für alle als nützlich erweisen. Alles klar. Trotzdem ganz schön beeindruckend hier, die Bibliothek. Ein Magier ist nur so gut wie sein Wissen. Meine Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass so viel Wissen wie nur möglich verfügbar ist. Wir verwalten diese Sammlung nun schon seit der zweiten Ära. Seither kamen und gingen manche Bücher. Doch die Sammlung ist größtenteils intakt. Irgendwas zu verkaufen? Bücher, Schriftrollen. Ich bin sicher, dass ihr etwas Nützliches finden werdet. Das glaube ich auch, aber ich muss auch ein bisschen was loswerden. Und zwar... diese ganzen... Ja, die haben eh keinen Wert, oder? Da, das kannst du haben. Die Notizen zum Mondschmiede kannst du auch haben. Die Türen ins Reich des Vergessens. Ja, hier, das habe ich gerade gefunden. Dimensionsbrücken kannst du auch haben. Oh. Die habe ich noch gar nicht gelernt. Gut zu wissen. Kämpft wacker. Ich versuch's. Na wunderbar, dann werde ich doch mal wieder runtergehen hier. Ich habe ein paar Fragen an euch. Ihr wart doch in Sata, nicht wahr? Ja. Ich habe gehört, dass dort etwas gefunden worden ist. Ja, ich habe aber dem Erzmagier schon Bescheid gegeben. Dessen bin ich mir bewusst. Teufdir befindet sich immer noch in Sata, nicht wahr? Bei seiner Rückkehr erwarte ich einen vollständigen Bericht von ihm. Und was geht euch das an? In Sartal wurde etwas gefunden, das wichtig genug ist, dass Teufdir ein neues Mitglied der Akademie allein losgeschickt hat, um es zu melden. Wenn das nicht etwas ist, das jeden etwas angehen sollte, besonders mich. Danke für eure Hilfe. Ihr dürft jetzt gehen. In Ordnung, komischer Freak. Nö, da gehe ich aber mal vor dir raus. Komischer Typ, dieser Ankano, ey. Naja, hier drin gibt es tatsächlich nichts mehr. Dann muss ich wieder raus. In die Kälte.